klassische Benutzerverwaltung gegen die neue Benutzerverwaltung. Was ist der Unterschied? Warum gibt es diese beiden? Nummer eins, die klassische Benutzerverwaltung kommt von früher her. Der größte Unterschied ist, dass es in der klassischen Benutzerverwaltung noch über die Seriennummer und den Schlüssel geht. In der neuen Benutzerverwaltung ist es so, dass Sie hier eine Produktanzahl bekommen und keine dezidierte Seriennummern für das Produkt. Das ist auch der grobe Unterschied und das ist der Grund, warum es diese beiden im Endeffekt gibt. Aber schauen wir uns erstmal die einzelnen Punkte an. Es gibt hier größere und es gibt hier natürlich auch kleinere Unterschiede. Eins, was bei beiden gleich ist, wenn Sie eine neue Lizenz erwerben, wird diese Lizenz automatisch dem Vertragsmanager zugewiesen. Sollten Sie praktisch selbst und alleine selbstständig sein, bekommen Sie das Produkt direkt auf Ihren Benutzeraccount geschrieben und könnten theoretisch direkt nahtlos loslegen. In der klassischen Benutzerverwaltung ist es so, dass die Produkte über einen Filter auswählbar sind und die Benutzer werden über die klassische Benutzerverwaltung erstellt. Das schauen wir uns dann später nochmal gleich an, wie das funktioniert. Sobald Sie einen neuen User anlegen, bekommt der eine automatische Mail von der Autodesk, wo er praktisch ein Initialkennwort bekommt, sehr, sehr ähnlich zu dem, wie wenn Sie sich selbst als neuen Vertragsinhaber anlegen. Das gleiche gilt übrigens auch bei der neuen Benutzerverwaltung. Die Produkte können über Zugriff ändern zugewiesen werden. Das heißt, Sie legen einen User an und sagen dem User anschließend, welche Produkte er nutzen darf. Und die Produkte können über Produkte und Services runtergeladen werden. Und hier, wie gesagt, der wichtigste Punkt, das Produkt wird mit einer Seriennummer und einem Schlüssel aktiviert. Das heißt, wenn Sie das Produkt installieren, geben Sie zuerst Seriennummer und Produktschlüssel ein, um das Produkt überhaupt aufmachen zu können. Die neue Benutzerverwaltung, es ist so, dass Sie auch hier natürlich die Lizenz automatisch dem Vertragsmanager zuerst mal zugewiesen bekommen. Die Sortierung der Produkte oder Benutzer sind mit einem Klick möglich. Sie können den Benutzer über Nachbenutzer erstellen und entsprechend die Produkte zuweisen. Auch in der klassischen und in der neuen Benutzerverwaltung bekommt der jeweils neue Nutzer ein E-Mail zugewiesen, wo Sie ein Initialkennwort drinnen haben und hier praktisch den Benutzer fixfertig anlegen können. Es gibt hier zwei Varianten, wie Sie Produkte und User miteinander verheiraten. Das heißt, Sie können einerseits nach Benutzer zuweisen, wo Sie zum Beispiel zuerst mal den Nutzer, nennen wir Meier, anlegen und dem Meier sozusagen das Produkt AutoCAD zuweisen. Umgekehrt geht es auch so, dass man das nach dem Produkt zuweist. Das heißt, Sie sehen, Sie haben zum Beispiel 5 AutoCAD-Lizenzen und weisen dem Meier dem Produkt zu, sozusagen. Gleich wie in der klassischen Verwaltung werden die Produkte über Produkte und Service runtergeladen. Und wie gesagt, wieder das Wichtigste, die Produkte werden mit einem Login, mit einem Autodesk-Account aktiviert. Das heißt, wenn Sie jetzt Plant 3D oder Advanced Deal oder was auch immer installieren, bekommen Sie beim allerersten Mal aufmachen ein Anmeldenfenster, wo Sie Ihren Account angeben. Und wenn der Account berechtigt ist, dann geht das Produkt auf und Sie können loslegen. Sie brauchen spätestens alle 30 Tage einmal Internet, um den User zu verifizieren. Wenn Sie beispielsweise noch 20 Tage einmal kurz wieder im Netzwerk sind und das Produkt aufmachen, wird diese Meldung entsprechend wieder 30 Tage nach hinten geschoben. De facto ist es so, wenn Sie jetzt täglich in Ihrem Büro sitzen und entsprechend die Produkte verwenden, werden Sie dieses Anmeldenfenster nie wieder sehen. Benutzer anlegen und zuweisen in der klassischen Ansicht. Wir starten erst mit der klassischen Ansicht. Sieht so aus. Zuallererst mal melden Sie sich unter manage.autodesk.com an und dann sehen Sie links die Benutzerverwaltung, wobei nach Benutzer und nach Produkt die neue Benutzerverwaltung sind und die klassische Benutzerverwaltung natürlich die von früher ist. Es kann sein, dass Sie durch die Geschichte beide Varianten sehen und Sie müssen auch aufpassen, wenn Sie 3 Produkte in der klassischen haben und 2 Produkte in der neuen haben, dann sind auch jeweils nur die Lizenzen entsprechend in diesen beiden Varianten sehbar. Das heißt, Sie haben in keiner der beiden Ansichten alle 5 mit drinnen. Das müssen Sie unbedingt beachten, damit Sie hier entsprechend auch alle Ihre Produkte finden und entsprechend richtig zuweisen können. Gehen Sie zuallererst mal auf die klassische Benutzerverwaltung. Hier sehen Sie aktuell ein paar Zeilen, wo wir entsprechend natürlich ein bisschen anonymisiert haben. Sie können links oben ganz einfach auf Hinzufügen klicken und bekommen dann entsprechend die Möglichkeit, einen neuen User anzulegen. Das muss man fast sagen, ist in der klassischen Benutzerverwaltung fast etwas eleganter gelöst. Das heißt, Sie geben hier einen E-Mail-Account an, einen Vornamen, einen Nachnamen und sagen dann den Nutzer speichern. Der Nutzer bekommt entsprechend dann ein E-Mail zugesendet, wo er den neuen Account verifiziert und sein Passwort entsprechend
ändert oder erstmal anlegt. Wenn der Nutzer bereits einen Account hat, passiert das natürlich nicht. Gut, der Nutzer ist angelegt. Als nächstes klicken Sie ganz einfach links auf einen der blauen Pfeile sozusagen vom Produkt oder vom Nutzernamen und es geht hier entsprechend dann Zugriff ändern vom Nutzernamen auf. Beziehungsweise Sie klicken entsprechend auf Zugriff ändern von dem Nutzernamen und Sie bekommen dann die Möglichkeit, Ihre Produkte zu sehen. Das heißt, Sie können hier drinnen sagen, welche Produkte habe ich zur Verfügung. Mit einem Haken bei Zuweisen gehört dem User sozusagen das Produkt, er kann damit loslegen. Ganz wichtig, wenn Sie zum Beispiel nur eine Lizenz erworben haben, ist es wichtig, zuerst mal dem Vertragskoordinator das Recht der Lizenz wegzunehmen, weil ansonsten habe ich null verfügbare Plätze und kann diese entsprechend auch keinem anderen User zuweisen. Lizenzrechtlich schaut das Ganze so aus, dass das rechtlich auf einen Nutzernamen geschrieben ist. Das heißt, bitte keine Office-Ad oder CAD1-Ad oder Konstruktions-Ad-Adressen, sondern unbedingt einen namentlich genannten User und dieser darf natürlich sein Passwort nicht weitergeben. Das heißt, Sie können die Software zum Beispiel auf einem Rechner in der Firma verwenden und auf einem Laptop, mit dem der User sozusagen zum Kunden rausgeht, nachdem das Ganze rechtlich auf einen Menschen mit einem Kopf und zwei Händen geschrieben ist, ist es hier auch ausgeschlossen, dass damit Mist gebaut wird. Benutzer anlegen und zuweisen des Produkts in der neuen Ansicht. Hier drinnen haben wir einerseits nach Benutzer und nach Produkt die Möglichkeit. In diesem Fall schauen wir uns einfach mal nach Benutzer an. Das heißt, Sie haben hier nach Benutzer, Sie haben hier entsprechend alle Ihre User aufgelistet. In dem Fall genau massiv einer. Das heißt, wir können hier rechts oben hingehen und einen neuen User anlegen. Hier ist es wichtig, dass der Syntax genau eingehalten wird, ansonsten geht es nicht. Ja. Nummer 1, Vorname, Komma, Leerzeichen, Nachname, Komma, Leerzeichen, E-Mail-Adresse. Wenn Sie im nächsten Schritt einmal an die Tabulator-Taste klicken, drücken oder irgendwo anders auf den Bildschirm klicken, wird das entsprechend in einem Beitrag zusammengefasst. Das heißt, einen Button und könnten hier gleich den nächsten User sozusagen anlegen. Das heißt, Sie müssen einmal Ihre User durch die Firma entsprechend anlegen und dann läuft die Geschichte. Nummer 1, Sie klicken auf Einladung senden und ab diesem Zeitpunkt ist es genau gleich wie in der klassischen Verwaltung. Das heißt, der User bekommt entsprechend eine E-Mail von der Autodesk. Hier bitte unbedingt auch wieder den Spam-Ordner in Ihrem E-Mail-Account durchforsten, nicht, dass das vielleicht verschwindet. Und dann kann ein neues eigenes Passwort angelegt werden und dann funktioniert das auch schon. Bis der User verifiziert ist, das heißt, bis der User den Account bestätigt und aktiviert hat, steht hier im Status ausstehend, was aber nicht bedeutet, dass Sie diesem User nicht schon Produkte zuweisen können. Das heißt, Sie gehen im nächsten Schritt gleich mal auf den Benutzer und sehen hier drinnen, Sie haben jetzt in dem Fall ein AutoCAD zur Verfügung, einen Lizenzplatz und können ganz einfach hier drinnen entsprechend den Nutzer auch verwalten. Was hier wichtig ist, es gibt hier prinzipiell drei Hierarchien. Es gibt hier einmal den klassischen Benutzer, der nichts darf sozusagen. Es gibt einen sekundären Administrator und einen primären Administrator, wobei der primäre Administrator der Vertragsinhaber ist. Der sekundäre Administrator hat gewisse Rechte, das heißt, dieser kann praktisch Benutzer hinzufügen, kann Rollen ändern, kann den Zugriff auf Produkte und Dienste gewähren oder abändern oder wegnehmen, sozusagen. Wenn Sie jetzt den primären Administrator ändern wollen würden, müssen Sie zuerst einen Benutzer zu einem sekundären Administrator machen, den primären zurückstufen und dann den sekundären auf den primären erhöhen, sozusagen. Wenn Sie einen Benutzer zu einem sekundären Administrator zum Beispiel ernennen, bekommt er natürlich auch wieder ein E-Mail, wo ihm zur neuen Rolle sozusagen gratuliert wird und wo er die Informationen bekommt, was er tun darf und wo er es tun kann. Und Sie sehen es natürlich auch hier bei Ihren einzelnen Benutzern, welche Rolle dieser in Ihrem Unternehmen spielt. Gut. Zurück zu unserem Benutzer. Sie sind hier drinnen im Nutzernamen, der ist jetzt definitiv sekundärer Administrator, spielt jetzt für das nächste Beispiel eigentlich keine Rolle. Das heißt, Sie können hier direkt mit einem Haken bei einem entsprechenden Produkt dieses für den User zugänglich machen und auch hier bekommt natürlich der Nutzer sofort wieder eine E-Mail von der Autodesk, wo ihm zum neuen Produkt gratuliert wird
und wo er entsprechend auch weiß, welche Produkte er nutzen kann und welche er installieren und wie er loslegen kann sozusagen. Was auch noch sehr, sehr interessant ist, gerade wenn Sie nicht zwei Lizenzen haben, sondern eher 30, 40, 50, Sie haben hier die Möglichkeit, die User in Usergruppen, in sogenannte Teams, reinzubekommen. Das ist vor allem dann interessant, wenn Sie zum Beispiel eine Firma mit zwei verschiedenen Niederlassungen natürlich in der gleichen UID-Nummer haben oder auch entsprechend ein Maschinenbauteam und ein Anlagenbauteam beispielsweise und Sie diese natürlich getrennt voneinander verwalten wollen, um einfach den Überblick in Ihrem Team besser zu haben. Sobald Sie einen Nutzer anlegen, wird er automatisch in einem Team angelegt. Sie sehen das direkt unter der Benutzerverwaltung Team. Da steht jetzt Ataka Wien drinnen. Der wird bei Ihnen natürlich im allerersten Schritt mal anders heißen. Das ist aber überhaupt kein Problem. Sie können hier ganz einfach rechts oben neben Benutzer hinzufügen, auf das Zahnrad klicken und Ihr Team abändern und einem anderen Namen zuweisen.